Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Lasst uns wieder was zusammen kochen. Heute sind wir übrigens in der Küche von Lea. Mal gucken, ob wir das da auch so gut hinkriegen. Bis ich mich vorbereitet habe, schaut ihr euch doch schon mal den Trailer an und dann legen wir los. Ich möchte heute mit euch gerne einen Curryhuhn machen. Für das Curryhuhn brauchen wir natürlich 2 Hühnerbrustfilets. Wir brauchen Mandarinen, so bummelig 200 Gramm. Wir brauchen 300 Gramm Ananas, 400 Gramm Schmand, etwas Pfeffer, etwas Salz. Ein Öl zum Anbraten und zum Ansetzen der Marinade. Dann brauchen wir milden Curry und scharfen Curry. Und wir haben etwas Saft von der Ananas und von der Mandarine, um das Ganze eventuell etwas nachzusüßen. Vorab setzen wir den schwarzen Reis auf, das sind 250 Gramm. Der braucht nämlich 40 Minuten. Hühnerbrustfilets, die ich gleich klein schneiden werde. In Streifen oder Stücke, das ist so, wie man es lieber mag. Danach kommt etwas Öl, Sonnenblumenöl in die Pfanne mit mittelscharfem Curry. Da hinzu kommt Ananas und Mandarine und zum guten Schluss der Schmand. Wenn das ein wenig verkocht ist oder aufgelöst ist, kommen wieder die Hühnerbruststreifen dazu und es wird abgeschmeckt mit scharfem Curry, Salz und Pfeffer und eventuell mit dem Saft von der Ananas und von der Mandarine. Nebenbei setzen wir schwarzen Reis auf. Der schwarze Reis kocht 40 Minuten. Ich habe ihn lieber. Ihr könnt aber auch normalen weißen oder anderen Reis nehmen. Das ist ganz und gar euch überlassen. Da müsst ihr aber selber auf die Garzeit gucken. Ich würde jetzt das Wasser, das ist fast am Kochen. Da kommt ein bisschen Salz rein. Und dann kommt der Reis dazu. Bei dem Reis sagt man normalerweise eine Tasse Reis gleich eine Tasse Wasser. Ich nehme lieber ein bisschen mehr Wasser. Ich kann das Reis besser nachher abkippen. Und jetzt kocht das 40 Minuten. Jetzt stelle ich meine Eieruhr und dann läuft das. Jetzt können wir die anderen Zutaten soweit vorbereiten. Jetzt schneide ich die Hähnchenbrustfilets. Wie ihr seht, sind die noch gefroren. Dafür ist es aber viel einfacher, sie zu schneiden. Das geht viel besser so. Weil du hast festes Fleisch, was du einfach fest schneiden kannst. Ihr seht hier, dass es für mich recht einfach ist. Jetzt machen wir daraus Streifen und Stücke, so wie man das hinterher gerne hätte. Das ist, wie gesagt, ganz Geschmackssache von euch. Es sollten nicht zu große Stücke sein. Das Ganze sammle ich natürlich in einem Teller, damit ich das gleich schön zusammen anbraten kann. Jetzt sind wir dran, das Hühnchenfleisch anzubraten. Dafür nehme ich erstmal Öl in einen Topf. Nicht zu viel, da kommt genug Flüssigkeit gleich aus dem Huhn raus. Und dann kommen wir. Braten das Hühnchenfleisch an. Hier gebe ich jetzt etwas Salz dazu. Ich würze immer gerne auch Fleisch und so weiter zwischendurch. So, das Anbraten ist soweit durch. Jetzt kommen die Hühnchenstücke wieder zurück auf den Teller. Weil den Topf brauche ich jetzt ja, um den Sud praktisch vorzubereiten. Mit den Ananas, mit der Mandarine und so weiter. Jetzt stelle ich den Topf wieder auf den Herd. Ein bisschen Öl ist ja noch drin, gerade vom Anbraten von dem Huhn. Wir nehmen denselben Topf wieder. Wir packen etwas Öl dazu. Dann kommt etwas von dem mittleren scharfen
Curry rein. Weil Curry ist eine Sache, Curry ist eine Gewürzmischung, muss man immer wissen. Kein Curry ist wie das andere. Deswegen bin ich von dem Curry aus dem Kaufhaus ja ganz ab. Ich nehme das lieber aus dem Gewürzhandel und dann immer dieselben Sorten. Die schmecken immer gleich, da weiß man, was man hat. Das ist für mich viel einfacher. Jetzt kommt die Ananas dazu. Einfach reinkippen. Dann kommt die Mandarinen kommen dazu. Das Ganze rühren wir einmal ein bisschen um, dass sich das alles schön verteilt, der Curry. Machen den Herd ein wenig wärmer. Und jetzt würde ich auch schon den Schmand damit zupacken. Jetzt mische ich den Schmand unter die Mandarinen und Ananas. Es dauert ein bisschen, weil der Schmand jetzt etwas fester ist. Da muss man sich ein bisschen Zeit haben, ein bisschen abwarten. Aber alles kein Problem. Jetzt kommt das Hühnchenfleisch dazu, das wir vorher angebraten haben. Und das wäre schon fast das Curryhuhn, wenn wir das nicht noch gleich würzen müssten. Erstmal hebe ich das unter. Und sieht das nicht schon geil aus? Ich freue mich jetzt schon. Und jetzt immer mal wieder das Probieren nicht vergessen. Ich weiß, man kann mich jetzt verhauen. Weil es ist für mich und nicht fürs Restaurant, ich nehme immer den gleichen Löffel. Ich will es auch hinterher essen und meine Familie, die tut sich da nicht mit. Deswegen kann ich das auch so machen. Ich habe es jetzt gerade probiert, habe festgestellt, Pfeffer fehlt auf jeden Fall. Es fehlt Salz. Und fürs Nachwürzen nehme ich den scharfen Curry. Jetzt mische ich wieder. Adi, du redest die ganze Zeit vom mittelscharfen und scharfen Curry. Was ist der Unterschied und warum brauchen wir zwei Sorten? Wenn ich gleich mit dem scharfen Curry anfangen würde, kriegst du den Geschmack nicht so hin, habe ich festgestellt. Ist reinweg ausprobiert. Wie gesagt, die beiden, das ist für mich schon, das ist Thailand mittelscharf und Mandaras scharf. Und wie vorhin erwähnt, habe ich den Saft zur Seite gestellt, auch gemischt, das ist egal. Um das ein bisschen, eine gewisse Süße reinzubringen in den Ganzen. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Probiert es aus, wie es euch am besten schmeckt. Der Reis ist fertig, den gieße ich jetzt ab. Ich habe ja schon am Anfang erklärt, ich koche lieber mit zu viel Wasser als zu wenig Wasser. Einmal abgegossen. Und fertig ist der Reis. Jetzt füllen wir das zurück. Und schon haben wir das Menü fast fertig. Kurz anrichten. Und alles ist gut, dann lassen wir es uns schmecken. Dann lass uns jetzt mal anrichten. Die leckere Soße dazu. Jetzt benutze ich das scharfe Curry. Allein damit man einen richtigen Curry-Geschmack auch noch mal bekommt. Und so ist es fertig. Lasst es euch schmecken. Ihr werdet es lieben. Gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert uns. Kocht es nach. Schickt uns Antworten, wie es euch geschmeckt hat. Wir würden uns freuen. Bis dann. Tschüss.